Ein normaler Arztbesuch dauert nur ein paar Minuten. Wenig Zeit für eine ausführliche Diagnose. Wenig Zeit, um zu helfen. Deshalb wagen wir ein TV-Experiment. Bärwalds Hausbesuch. Sie kennen Mario Bärwald als Dancing Dog, den fröhlichen, einfühlsamen Arzt aus dem Internet. Normalerweise arbeitet Doc Bärwald als Oberarzt in der Klinik in Rüsselsheim. Jetzt kommt er zu Ihnen nach Hause. Oberarzt Mario Bärwald hofft, beim Hausbesuch auf Dinge zu stoßen, die man bei einem normalen Arzttermin nicht findet. Wenn wir hier das Übel letztendlich beseitigen, geht es dir insgesamt einfach viel, viel, viel besser. Er geht gesundheitlichen Problemen mit seinen Experten auf den Grund. Mit modernster Technik, neuen wissenschaftlichen Methoden und 4 Wochen Zeit. Ich bin noch keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Das ist Bärwalds Hausbesuch. Menschen aus Hessen mit jahrelangen gesundheitlichen Problemen konnten sich für dieses Experiment bewerben. Ich habe in den letzten 6 Jahren knapp 25 Kilo zugenommen und weiß halt nicht warum. Meine Situation ist die, dass ich Rückenschmerzen schon sehr lange habe, meinen ersten Bandscheibenvorfall schon vor 18 Jahren erleiden musste. Eigentlich kennen deine Kinder dich seit 14 Jahren nur krank. Ich meine, der Jüngste ist 17. Mhm. Ich sag mal, der kennt mich eigentlich nur krank. Niemand konnte ihnen bisher helfen. Oberarzt Mario Bärwald und der Hausbesuch sind ihre letzte Hoffnung. Petra aus Steinau an der Straße hat sich bei Oberarzt Mario Bärwald beworben. Was mich dazu bewogen hat, mich bei Ihnen mit diesem Video zu bewerben, sind meine sehr starken Rückenprobleme, die mich leider schon eine ziemlich lange Zeit begleiten. Den ersten Bandscheibenvorfall, der wurde jetzt schon vor 18 Jahren diagnostiziert. Und seitdem kamen eigentlich immer mehr Baustellen dazu. Ich habe in meinem Leben schon einiges versucht zu ändern, Maßnahmen eingeleitet, um die Rückenschmerzen zu lindern. Ich habe nämlich 25 Kilo Gewicht verloren oder abbauen können. Doch leider hat mich dies nicht weitergebracht und macht mich auch leicht unzufrieden. Daher hoffe ich auf Ihren Expertenrat. Mensch, auch das ist hier ein spannender Fall. Alles richtig gemacht, 25 Kilo abgenommen, immer noch Schmerzen zu haben, ist schon ein starkes Stück. Aber da finde ich es interessant, was für Einflussfaktoren gibt es noch in Bezug auf Schmerzen in Petras Alltag. Und deswegen schaue ich da jetzt einfach mal vorbei. Oberarzt Mario Bärwald macht sich auf den Weg nach Steinau an der Straße. Er möchte herausfinden, wie Petra ihren Alltag gestaltet. Führt sie Bewegungen korrekt aus? Wie viel Sport treibt sie und ist diese auch wirklich sinnvoll für ihr Rückenleiden? Der Oberarzt will helfen und begibt sich auf Spurensuche. Er hofft, Petra nach 18 Jahren endlich von ihren Schmerzen befreien zu können. Hallo. Hallo. Mario Bärwald, sind Sie? Petra hat große Erwartungen an Oberarzt Bärwald und seinen Hausbesuch. Boah, cool. Das Erste, was ich sehe hier, ist ein Fitnesstrainer. Ja. Trainierst du regelmäßig? Ja, zu Hause versuche ich es. Ja. Der ist halt für schlechtes Wetter. Seit 18 Jahren leidet Petra unter starken Rückenschmerzen. Auch eine Bandscheibenoperation vor 14 Jahren hat nicht geholfen. Petra vertraut sich dem Oberarzt an. Also der erste Bandscheibenvorfall war in der Lendenwirbelsäule. Mhm. Und dann kam später noch einer dazu in der Halswirbelsäule. Mhm. Dann wurde irgendwann mal komplett MRT gemacht von allem und da waren noch alle möglichen Sachen. Ich habe dir das mal ausgedruckt alles. Da findest du als Arzt wahrscheinlich bestimmt eher eine Antwort drauf. Das heißt, seit wann sind die Schmerzen da? Seit es angefangen hat mit den ersten Bandscheibenvorfällen? Ja, genau. Okay. Mario Bärwald nimmt die Befunde und Aufnahmen von Petras Wirbelsäule mit in die Klinik nach Rüsselsheim. Er möchte sich ein genaues Bild von Petras Krankheitsverlauf der letzten 18 Jahre machen. Dabei sieht er ganz deutlich den Grund für die starken Schmerzen. Ein Gleitwirbel, ein unnatürlich beweglicher Rückenwirbel, verlässt seine normale Position in der Wirbelsäule, entgleitet also und das tut weh. Das sieht man hier ganz gut im Bild. Ein Gleitwirbel bewegt sich bauchwärts über dem darunterliegenden Wirbel. Die Quetschung der Spinalnerven, also die sind hier, sind
oftmals die Folge und verursachen, wie bei Petra, ziehende Schmerzen. 35 Jahre hatte Petra eine sportliche Leidenschaft, Handballspielen. Trotzdem war sie übergewichtig. Vor 3 Jahren änderte sie ihren Lebensstil radikal, nahm 25 Kilo ab, stets in der Hoffnung, die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Eine weitere Bandscheibenoperation möchte Petra vermeiden. Ich habe meinen Sport umgestellt. Von Handball, was ich ursprünglich mal betrieben habe, habe ich dann irgendwann erkannt, mit Hilfe meines Mannes, dass das ja doch sehr auf die Knochen geht, habe ich jetzt umgestellt in Richtung Fitness und Kraftsport. Ausdauer, genau. Deswegen auch das Fitnessgerät draußen. Ja, genau. In einem Videotagebuch hat Petra für uns festgehalten, wie wichtig ihr Sport und Bewegung sind. Trotz der Schmerzen macht sie 3-mal wöchentlich Fitness. Besser wurden ihre Beschwerden dadurch nicht. Aber als ehemalige Handballerin möchte sie auf den Ausgleich im Alltag nicht verzichten. Wie ist das denn jetzt aktuell, wenn wir hier sitzen? Hast du da Schmerzen? Ja, also das strahlt jetzt von der Lendenwirbelsäule aus in mein linkes Bein. Und ich hätte jetzt schon das Bedürfnis, aufstehen zu wollen, meine Position verändern zu wollen. Und das zieht sich eigentlich so den ganzen Tag. Also. Ohne regelmäßige Positionswechsel könnte Petra die Schmerzen kaum ertragen. Unvorstellbar, wie groß ihr Leid seit 18 Jahren sein muss. Dem aufmerksamen Oberarzt fällt eines deutlich auf. Dir merkt man das ja gar nicht an. Ich meine, du hast ja jetzt ja auch ein nettes Lächeln im Gesicht. Wir können uns hier toll unterhalten. Aber auf einer Skala von 0 bis 10, wo bist du denn da jetzt gerade? Also jetzt würde ich mich schon so bei 7 einstufen, würde ich sagen. Das zieht jetzt schon ganz schön in mein Bein rein, bis runter zum Fuß. Mit einer Schmerzskala misst man die subjektive Schmerzstärke des Patienten. Damit können Arzt und Patient einordnen, wie stark die aktuellen Schmerzen sind. 0 bedeutet schmerzfrei, eine 10 bedeutet unvorstellbare starke Schmerzen. Ist dir denn bewusst, dass bei einer Schmerzstärke von 7 eigentlich der Schmerztherapeut die Hände über den Kopf zusammenschlägt? Nee, ist mir nicht bewusst. Ich versuche mir es einfach nicht anmerken zu lassen, einfach. Weil es so sein muss, ja? Weil dein Umfeld es so verlangt? Oder warum ist das so? Ich glaube, ohne da jemanden Vorwurf machen zu wollen, ich bin einfach auch so erzogen worden irgendwie. Man funktioniert, man durchlebt seinen Alltag. Ich packe auch vielleicht wo an, wo vielleicht lieber der andere mir was helfen sollte oder jemand anderes mir was helfen sollte, packe ich halt selber mit an. Petra erträgt jeden Tag große Schmerzen. Schmerzen, die für einen gesunden Menschen kaum vorstellbar sind. Dennoch versucht die 48-Jährige im Alltag zu funktionieren. Oberarzt Mario Beerwald möchte Petra beobachten, denn sie kümmert sich trotz dauerhafter Schmerzen um Haushalt und Familie. Der Alltag von Petra ist mehr als gut gefüllt. Sie arbeitet Vollzeit als Finanzbuchhalterin, dabei sitzt sie überwiegend am Schreibtisch. Außerdem kümmert sie sich neben der Pflege des Grundstücks auch um die 2 großen Hunde, Rocky und Nero. Und die Größe der 4-Beiner macht Doc Beerwald ernste Sorgen. Boah, das sind ja Kälber. Was passiert denn hier, wenn die mal dich anspringen oder so? Ich muss schon echt aufpassen, dass wenn die am Spielen sind und so, dass die mich nicht umreißen, wenn es geht. Aber Gott sei Dank sind sie eigentlich sehr brav. Was wiegt denn hier der? Also der hier wiegt 84 Kilo und der hat auch ordentlich Hunger. Ich kann dir das gern mal zeigen. Nicht nur Hunger, sondern auch Durst. Allein der Wassernapf wiegt befüllt 5 Kilo. Oh, das ist aber ganz schön schwer hier. Die beiden Hunde, Rocky und Nero, fressen wöchentlich 21 Kilo Fleisch. Das Hundefutter wird deshalb in großen Kartons angeliefert. Und wie tragen wir die rüber? Ich würde sagen, wir nehmen die Sackkarre. Okay, klar. Dem Oberarzt wird mehr und mehr bewusst, wie viel Petra hier tagtäglich schleppen muss. Doc Beerwald greift der 48-Jährigen heute so gut es geht unter die Arme. Aufgaben, die Petra sonst lieber ihrem Mann oder ihrem Sohn überlässt. Aber die Männer sind nicht immer im Haus. Mit Schwung, schwer. Und jetzt hier in die Waschküche rein. Der Gesangsverein. Also wenn deine Männer jetzt nicht da sind, musst du das ja alles machen. Machst du das tatsächlich auch so, dass du da 2 Packen drauf packst? Ich mach's schon. Ich weiß, dass ich es dann eigentlich nicht sollte. Ja. Und meine Männer helfen mir aber in der Regel dabei. Okay. Das machen sie. Petra beißt lieber einmal mehr die Zähne zusammen,
als sich über ihre Schmerzen bei ihrer Familie zu beklagen. Der Oberarzt versucht, Petras Sohn Lukas etwas mehr darüber aufzuklären. Stell dir vor, du hast keine Schmerzen, das ist null. Starke Schmerzen ist 10 oder unvorstellbar stark. Mhm. Und die Mama liegt bei 7. Ja? Mhm. Also das ist schon für mich unvorstellbar gewesen, ja, dass jemand so wie deine Mama durch den Alltag tigert und hat einen Schmerz von 7. Kriegst du da mit, dass die auch mal wirklich weint oder dass es dir mal so richtig dreckig geht oder dass die Laune ganz am Boden ist? Klar, jeder hat mal seinen schlechten Tag, ja. Das kriege ich schon mit. Aber ich muss sagen, wenn sie wirklich so starke Schmerzen hat, kann sie das sehr gut überspielen oder kann das sehr gut im Alltag einbringen. Also ich kriege das nicht so wirklich mit. Also da ist es schon eine Künstlerin drin in deinen Augen, ja? Dass sie einfach den Schmerz einfach so wegsteckt. Ja, so kann man es so sagen. Also das ist schon, muss man sagen, absolut bemerkenswert bei deiner Mama. Mhm. Ja, das konnte ich heute einfach über den Tag so ein bisschen feststellen. Ja. Petra versucht, trotz ihrer Schmerzen zu funktionieren, Zähne zusammenbeißen und lächeln. Petra scheint eine Meisterin darin zu sein, sich zu beherrschen, um niemandem zur Last zu fallen. Eine Beobachtung von Doc Beerwald, die Petras Mann Dirk bestätigt. Wie nehmen Sie denn Ihre Frau mit den Rückenschmerzen wahr? Vielleicht mit einem Satz beschrieben, sehr leidensfähig. Mhm. Ich bin im Personalbereich tätig und ich weiß, dass es sehr viele Rückenleidende gibt. Ja. Und ich glaube, meine Frau ist da sehr tough und macht auch sehr viel dafür. Ja, das würde ich Ihnen jetzt einfach mal so glatt bestätigen, dass Sie hier eine starke Frau haben. Ja. Eine starke Frau, die sich im Alltag definitiv übernimmt. Ich glaube, das ist auch mal ein Punkt, den man bearbeiten muss, dass man einfach sagt, ja, deine Gesundheit ist halt schon wichtig, weil stürzt du da irgendwo mal ab oder es funktioniert gar nicht mehr, ja, dann sieht der Alltag dann wesentlich schlechter oder schlimmer für alle zusammen aus. Mhm. Ja, das stimmt. Oberarzt Mario Beerwald kann sich so langsam ein Bild machen. Er erkennt das größte Problem von Petra. Sie leidet, aber macht gute Miene zum bösen Spiel. Dadurch quält sie sich von Tag zu Tag mehr. In einem ruhigen Moment sieht man Petra an, wie sehr die tapfere 48-Jährige wirklich leidet. Frustriert schon so ein Stück weit. Es ist halt nicht wie ein gebrochener Arm, den man eingibst und der dann wieder gut ist. Mhm. Und ich weiß halt nicht, muss ich mich damit arrangieren oder finde ich vielleicht doch noch was, was mir hilft? Petra soll sich auf gar keinen Fall mit ihren Schmerzen arrangieren. Oberarzt Mario Beerwald weiß, je länger Schmerzen anhalten, desto schwieriger ist es, sie loszuwerden. Denn der Körper hat ein Schmerzgedächtnis. Deswegen muss Doc Beerwald sofort mit seinen Maßnahmen beginnen. Der Oberarzt kontaktiert Ingo Hermanns aus seinem Expertenteam. Hallo Herr Hermanns, hier ist Mario Beerwald. Grüß Sie. Der Diplom-Ingenieur des Instituts für Arbeitsschutz hat ein besonderes Messsystem, mit dem man ganz genau abbilden kann, welche Bewegungen im Alltag Rücken und Bandscheibe besonders belasten. Und da bräuchten wir Ihre Expertise und den Rückenmonitor, um der Patientin begreiflich zu machen, wo es den einen oder anderen Knackpunkt im Alltag gibt. Ingo Hermanns kommt direkt mit seinem Messsystem zu Petra nach Hause. Damit kann der Experte veranschaulichen, in welchen Alltagssituationen sich die 48-Jährige falsch bewegt. Ja, mit dieser Jacke können wir die Rückenbelastung messen. Sie sehen hier innen drin, hier haben wir Sensoren eingenäht. Wir haben also Sensoren für den oberen Rücken, hier für den unteren Rücken und Sensoren in den Armen. Mhm. Und damit können wir die Körperhaltung berechnen. Und dann schauen, wie stark ist die Kompressionskraft in der untersten Lendenwirbelsäule. So kann Petra zu Hause lernen, ihren Rücken zu schonen, um weniger Schmerzen zu verursachen. Und da kriegt man direkt dann Feedback, welche Kräfte wirken, ob man es schlecht gemacht hat oder gut, die Bewegung. Genau, wir kriegen direkt das Feedback an der Skala, also grün, gelb, rot. Dann haben wir da so ein Ampelschema. Mhm. Und das können wir dann sofort sehen. Ah ja, oh, interessant. Bin gespannt, was für Ergebnisse rauskommen. Hoffentlich nicht rot. Versuchen wir zu verhindern. Ja, genau. Gerade bei der täglichen Routine am Arbeitsplatz oder im Haushalt macht man häufig aus Gewohnheit falsche Bewegungen. Die Folge? Der Rücken wird unnötig stark belastet. Ja, schauen Sie hier,
Bewegen Sie mal die Arme, beugen Sie sich mal ein bisschen nach vorne und Sie sehen hier live Ihre Körperhaltung. Im roten Bereich wollen wir nicht gehen, denn da kann es schon sein, dass es zu Bandscheibenschädigungen kommen kann. Dreimal täglich füttert Petra ihre Hunde. Die beiden Futternäpfe wiegen dabei zusammen 2 Kilo. Eigentlich kein besonders großes Gewicht für die ehemalige Handballerin, aber schon bei der kleinsten Bewegung liegt Petra im roten Bereich. Jetzt haben wir doch gerade gesehen, dass Sie mit hier in den roten Bereich reingekommen sind. Gerade in der Situation, wo Sie sich tief runtergebeugt haben und die Schüssel abgestellt haben, sind Sie dann hier doch in den roten Bereich reingekommen. Zwar nur kurz. Petra ist von dem Ergebnis überrascht. Die falsche Bewegung oder nicht korrekte Bewegung hat so eine Auswirkung. Hätte ich nicht gedacht. Und Sie müssen ja bedenken, Ihr Oberkörper wiegt auch etwas. Das heißt, wenn Sie wirklich mit dem ganzen Oberkörper richtig runtergehen und dann am langen Arm etwas absetzen, dann haben Sie allein schon eine Belastung aufgrund Ihres, des Gewichtes Ihres Oberkörpers. Ja, ja. Macht man sich im Alltag eigentlich gar keine Gedanken drum. Mhm. Man denkt immer, nur ich muss was vermeiden, was schwer ist. Aber dass auch was Leichtes schwer sein kann von der Bewegungsausführung, hätte ich nicht gedacht. Auch leichte Gegenstände fallen also schwer ins Gewicht. Beim rückenschonenden Bücken bleibt der Oberkörper aufrecht und die Beinmuskulatur kommt zum Einsatz, indem man in die Knie oder Hocke geht. Also das ist deutlich besser, Petra. Also genau, hier bleibt der Rücken schön aufrecht, gerade und aufrecht, das ist wichtig. Und dann kommt man natürlich überhaupt nicht in den roten Bereich. Ne? Rocky, hier. Nach den Übungen bekommen die Hunde eine kleine Belohnung. Und Petra kümmert sich weiter um den Haushalt. In der Küche lauern weitere Gefahren. Und was hat man gesehen? Dass du ganz weit im roten Bereich warst. Echt? Das sind also eigentlich die meisten Bewegungen fast, die man macht, unbewusst verkehrt. Und muss dann später darunter leiden. Ja, hier geht es ja einfach für dich darum, wir wollen dir das bewusst machen. Ja. Dass du Dinge einfach viel bewusster machen kannst. Oder vielleicht auch sagst, das muss ich jetzt nicht unbedingt machen, das übernimmt mal mein Sohn oder mein Mann. Ja, aber dass du im Endeffekt weißt, das ist jetzt gerade nicht wirklich im Alltag gut für meinen Rücken. Petra muss lernen, ganz bewusst abzuwägen, welche Tätigkeiten ihrem Rücken schaden und somit Schmerzen verursachen. Schwere Wasserkästen sollten deshalb ab sofort tabu sein. Klar, je schwerer das Gewicht wird, irgendwann können wir das Gewicht nicht mehr handhaben im grünen Bereich. Das funktioniert nicht mehr. Wir kommen automatisch in den roten Bereich rein. Wir haben unseren Oberkörper, wir haben das Lastgewicht, was dann immer schwerer wird. Und dann sollte man das einfach versuchen zu vermeiden. Also mir ist mal wirklich bewusst geworden, man sieht es ja immer noch, was so eine kleine Bewegung für Auswirkungen hat. Und dass ich immer bewusst was heben muss und die richtige Bewegungsausführung ist echt wichtig und das ist mir heute wirklich in den Kopf gegangen. Aber das ist nicht nur allein für dich wichtig, ich glaube für alle Zuschauer ist es wichtig, jeden Tag daran zu denken oder sich immer wieder ins Bewusstsein zu führen, heben muss man korrekt ausführen und denken Sie auch an die Gewichte, es sollten nicht so schwere sein. Oberarzt Mario Bärwald möchte Petra bei einem Schmerzexperten vorstellen. Sie füllen gemeinsam einen Fragebogen aus, in dem Petra angibt, wie sich ihre Schmerzen anfühlen und wie stark sie sind. Sie soll nicht länger unter ihren starken Schmerzen leiden. Ziel haben wir im Endeffekt mit dem Schmerzexperten, dich auf ein Schmerzniveau zu bringen, wo du tagtäglich einfach damit locker umgehen kannst, wo du das ignorieren kannst, wo du gut damit leben kannst, das heißt, deinen Alltag viel lockerer gestalten kannst. Mario Bärwald nimmt Kontakt zum Schmerzzentrum Rhein-Main in Frankfurt auf. Er stellt Petras Fall der Anästhesistin Geraldine Stein vor und vereinbart einen Termin bei ihr in der Schmerzklinik. Ja, hallo, Frau Stein. Die Anästhesistin aus dem Schmerzzentrum ist auf Menschen wie Petra spezialisiert. Geraldine Stein soll Petra Möglichkeiten zeigen, wie sie ihre starken Rückenschmerzen durch eine Kombination aus unterschiedlichen Maßnahmen deutlich lindern kann. Auch die Einnahme von Medikamenten wird ein Teil dieser Therapie sein. Hallo. Sehr schön. Schönen guten Tag, Frau Stein. Grüße Sie, hallo. Mario Bärwald, hallo. Hallo, Frank. Grüße Sie. Servus. Kommen Sie doch, nehmen Sie Platz. Danke. Wunderbar. Okay. Schön, dass Sie da sind. Ich habe anhand Ihres Bogens ja schon gesehen, dass Sie doch schon eine lange Schmerzgeschichte haben. Sie haben ja uns angegeben, dass Ihr Schmerz ja doch nicht
unwesentlich hoch ist. Ja? Und das ist ein Dauerschmerz zwischen 7 und 9. Können Sie da noch mal erklären, ob es da auch einen Unterschied gibt zwischen einem akuten Schmerz und einem chronischen Schmerz? Ja, ja, so ist das nämlich. Der akute Schmerz ist ein gesunder Schmerz, sagt man so. Der bewahrt uns ja vor weiterem Schaden. Ne? Also wenn man eben die Hand auf, das ist immer das schöne Beispiel, die Hand auf einer heißen Herdplatte hält, ist es gut, dass man das bemerkt und die Hand zurückzieht. Ne? Das ist der akute Schmerz. Im chronischen Schmerz ist es aber so, dass der Schmerz seine Warnfunktion verloren hat, ja, letztendlich, und ja, eine eigene Erkrankung geworden ist. Also letztendlich ist es so, dass die Schmerzen nicht unbedingt zu dem passen, was wirklich organisch passiert. Starke Schmerzreize können, wenn man sie nicht rechtzeitig behandelt, Spuren im Nervensystem hinterlassen. Solche Schmerzspuren machen die Nervenzelle empfindlicher für Schmerzreize. Wir würden uns wünschen, dass die Patienten wie Sie deutlich früher irgendwann eine sinnvolle Schmerztherapie angehen würden. Ja? Die Information braucht man natürlich als Patient erstmal, aber wir merken, wir kriegen die Patienten deutlich zu spät zu sehen, und ab da wirklich es deutlich schwieriger ist, diesen ganzen Prozess wieder rückgängig zu machen. 18 Jahre Dauerschmerz. Petras Nervenbahnen stehen ständig in Alarmbereitschaft und signalisieren dem Körper, hier tut es weh, und zwar immer. Genau das hat sich Petras Körper über die Jahre gemerkt und ein sogenanntes Schmerzgedächtnis entwickelt. Das ist vor allem beim Schlafen ein großes Problem. Weil ich halt nicht zur Ruhe komme, mich hin und her wälze und entsprechend dann halt auch unausgeschlafen wieder in den Tag starten muss. Also wenn ich jetzt gerade was Schlafen angeht, das Gefühl habe, ich muss jetzt heute Abend mal oder heute Nacht mal schlafen, dann nehme ich halt was ein. Um einschlafen zu können, nimmt Petra ab und zu ein frei verkäufliches Schmerzmittel. Also abends brauchen Sie die Unterstützung. Ja, also ich versuche es ansonsten eigentlich, nichts davon zu nehmen. Mhm. Um auf Dauer schmerzfrei leben zu können, muss jedoch eine kontrollierte Einnahme von Schmerzmedikamenten erfolgen. Unter ärztlicher Anleitung und Beobachtung. Also das Medikament, das ich mir bei Ihnen vorstelle, ist schon auch ein Opiat. Also als Basis für eine Schmerztherapie mit Ihrer Schmerzstärke brauchen wir gar nicht mit Ibuprofen und Konsorten anfangen. Zumal diese Medikamentenstufe eben sehr starke Nebenwirkungen hat. Auch wenn man denkt, das sind die harmloseren, weil sie eben frei verkäuflich sind teilweise. Ne? Aber es ist keine gute Dauertherapie, weil sie eben auf Magen, Darm, Nieren gehen kann. Ja, relativ rasch sogar. Da sind Opiate deutlich günstiger im Nebenwirkungsprofil, weil sie eben keine Nebenwirkungen an den Organen verursachen. Opiate gehören zu den stärksten Schmerzmitteln. Eine Anwendung dieses Medikaments muss unbedingt unter ärztlicher Betreuung und nach exakten Vorgaben erfolgen. Sonst kann es zu körperlichen und psychischen Abhängigkeiten kommen. Das Schmerzgedächtnis von Petra soll durch die Einnahme der Medikamente gelöscht werden. Nur wenn nicht mehr jede Bewegung schmerzt, kann Petras Körper abspeichern, dass er keinen Dauerschmerz produzieren muss. Zusätzlich behandelt die Schmerzexpertin Petra auch direkt mit Akupunktur. Die Akupunktur ist eine über 2000 Jahre alte traditionelle chinesische Heilmethode. Dabei werden dem Patienten Nadeln durch die Haut gestochen, um Beschwerden wie Rückenschmerzen, Migräne oder auch Heuschnupfen zu lindern. Viele wissenschaftliche Studien belegen den Erfolg durch die Akupunktur als Behandlungsmethode. Oberarzt Beerwald hat in der Frankfurter Schmerzklinik auch einen Termin mit dem Physiotherapeuten Michael Ziegler vereinbart. Er soll Petra Übungen zeigen, die individuell auf ihre Beschwerden angepasst sind. Ziel ist es, die Muskulatur der Wirbelsäule zu stärken und außerdem schmerzhafte Verhärtungen zu lösen. Er verschafft sich einen ersten Eindruck von Petra. Und das ist jetzt nur mal so eine Situation, wo sie zu Hause Sport macht. Aha. Okay, das sieht auch ziemlich anstrengend aus und ist auf jeden Fall eine sehr gute Übung. Also im Endeffekt macht sie schon sehr viel, ja, hat aber immer noch das Problem Rückenschmerzen, also chronische Rückenschmerzen. Und das ist die Frage, kann man irgendwas umstellen, muss man weniger machen? Man sieht, du machst sehr viel, auf jeden Fall. Das ist offensichtlich, ja, sehr intensiv. Bei dir ist es, denke ich, auch so, dass die Alarmanlage in deinem Körper sehr sensibel eingestellt ist. Das bedeutet, dem Gehirn wird suggeriert, dass du im Gewebe Gefahren hast, die tatsächlich gar nicht so bestehen. Durch ein besonderes Therapiemodell soll Petras Körper das Schmerzgedächtnis langfristig löschen und sie soll lernen, mit ihren Schmerzen besser umzugehen. Deswegen arbeiten wir hier auch in dem Haus mit der integrierten Versorgung. Das sind drei Komponenten,
die eine große Rolle spielen, die medikamentöse Therapie, Psyche und die physiotherapeutische Therapie. Bei der multimodalen Therapie werden verschiedene Behandlungsansätze miteinander kombiniert. Ärzte, Physiotherapeuten und Psychotherapeuten arbeiten in enger Absprache miteinander und stimmen die Inhalte individuell auf den Patienten ab. Petra bekommt also eine Rundumbetreuung und sie hat dank Mario Berwalds Hausbesuch Zeit, Fragen zu stellen, um alle Maßnahmen zu verstehen. Ich habe aber noch mal eine Frage mit der medikamentösen Therapie. Das ändert doch dann aber an der Ursache nichts. Oder verstehe ich das falsch? Gut. Man versucht hier mit der medikamentösen Therapie auf dein Schmerzgedächtnis einzuwirken. Mit der medikamentösen Therapie verändert sich dein Schmerzgedächtnis. Du wirst dann Übungen ausführen können, die dir vorher Schmerzen bereitet haben und während der medikamentösen Therapie keine Schmerzen. Dein Gehirn wird das abspeichern und wird sagen, aha, und deine Alarmanlage ist dann sozusagen vom Körper nicht mehr so sensibel eingestellt. So kann man sich das Ganze vorstellen. Durch die Messung der Belastung von Petras Rücken hat die Schmerzpatientin bereits gelernt, dass sie Bewegungen falsch ausführt und ihr Rücken auch durch kleine Gewichte strapaziert wird. Richtiges Heben ist also enorm wichtig und das muss man üben. Das sieht erstmal recht ungelenk aus, aber wenn man das häufiger gemacht hat, dann spielt sich das Ganze ganz locker, ganz spielerisch ab. Petra lernt Schritt für Schritt, wie sie den Alltag rückenfreundlicher gestalten kann. Große Schwierigkeiten hat Petra außerdem nachts, wenn sie nach einem schmerzreichen Tag endlich zur Ruhe kommen will. Tief und fest schlafen, eine große Herausforderung für viele Menschen mit Rückenschmerzen. Das Problem, was ich habe, das habe ich ja auch in dem Bogen angegeben, den ich ausgefüllt habe, ist halt das Schlafen. Ja. Das heißt, also natürlich fühle ich mich eigentlich von der Muskulatur her ziemlich stabil, so für den Tag über. Mhm. Aber wenn ich schlafe, logischerweise, erschlafft ja die Muskulatur, sagt mein Laienverstand. Ja. Und ich kann nicht lange auf einer Stelle liegen bleiben und wälze mich rum und bin unruhig. Also im Schlaf sinkt der Tonus der Muskulatur. Es kommt bei deinem Krankheitsbild beim Gleitwirbel zum Verschieben der einzelnen Wirbel gegeneinander. Wichtig wäre hier, dass du die tiefe Rückenmuskulatur trainierst, die für die Stabilität der Wirbelsäule essentiell wichtig ist und die man hauptsächlich auf instabilen Unterlagen trainieren kann. Ja. Stellst dich erstmal mit beiden Beinen drauf und schaust, wie sich das. Das ist relativ easy. Ja. Um nachts im Bett weniger Schmerzen zu haben, muss Petra gezielt ihre tiefe Rückenmuskulatur aktivieren und stärken. Für Petra ziemlich ungewohnt. Das ist deine tiefe Rückenmuskulatur. Das ist ganz schön wackelig. Ganz schön wackelig. Ungewohnt. Okay. Und da geht's hoch. Die oberflächlichen Rückenmuskeln sind bei Petra gut trainiert, aber die tiefer sitzenden Muskeln hat sie vernachlässigt. Diese Übungen auf dem sogenannten Posturomed fordern die 48-Jährige heraus. Damit Petra mit weniger Schmerzen durch Tag und Nacht kommt, muss sie diese Übungen ab sofort auch zu Hause machen. Da kann ich dir zeigen, wie du es zu Hause gestalten kannst. Ja? Da kann man ein sogenanntes Erex-Kissen benutzen. Das ist das hier. Ja? Und ein Theraband. Ja? Und ich glaube, sowas hast du zu Hause. Und dann werde ich dir mal zeigen, wie man das zu Hause machen könnte. Nach Physiotherapie und Schmerzmedikation fehlt noch der dritte Baustein der multimodalen Schmerztherapie. Die Psyche. Und das zusammen mit der Expertin für die sogenannte Biofeedback-Therapie, Leopa Dietrich. Sie soll Petra zeigen, wann ihre Muskeln angespannt sind und wann sie entspannt sind. Verschiedene Sensoren überprüfen Petras Muskelspannung. Nur durch bewusste Entspannung kann Petra ihren Schmerz reduzieren. Sie sollen eigentlich den Unterschied lernen zwischen Anspannung und Entspannung. Ja? Sitze ich wirklich öfter so? Mhm. Und wie fühlt es sich an, wenn ich entspannter sitze? Na, wenn ich mich auch anlehne? Mhm. So, und sobald Sie im Alltag spüren, oh, was mache ich denn da? Ich ziehe die Schultern hoch. Mhm. Dann können Sie sich erinnern, ich soll die Schultern runternehmen. Also mit dem Muster, was ich jetzt hier sehe, ein neues Muster erlernen sozusagen. Sozusagen, so kann man es sagen. Ne? Petra soll durch eine bewusste Beobachtung ihres Körpers lernen, in den richtigen Momenten zu entspannen. Durch ihre chronischen Rückenschmerzen ist sie seit 18 Jahren allerdings eher angespannt und verkrampft. Aber dieses bewusste Entspannen soll einfach Einzug halten, ja, in den Alltag von Schmerzpatienten. Mhm. Weil da ist nämlich wieder die nächste Parallele. Wenn die Muskulatur anspannt, erhöht sich der Schmerz, verstärkt sich der Schmerz. Ist die Muskulatur entspannt, ist der Schmerz auch nicht so stark.
Klingt logisch, ne? Ja. Schmerzlinderung durch Entspannung. Mit einem Stresstest soll Petra der Wechsel zwischen An- und Entspannung klarer werden. Also okay, dann starten wir. Und in 6 Minuten bin ich wieder bei Ihnen. Alles klar. Sanfte Töne und beruhigende Bilder schaffen zunächst eine entspannte Stimmung. Dann der Wechsel. Petra wird mit einer tickenden Bombe konfrontiert. Die Folge: Stress und Anspannung. Nach der Explosion folgt wieder der entspannte Part des Tests. Das Ergebnis zeigt Petra eindeutig, dass sie angespannt reagiert hat, als die Bombe explodiert ist. Und die linke Schulter ist angespannter als die rechte. Das können Sie auch erkennen. Mhm. Ja? Aber was schön ist zu sehen, dass Sie wirklich sich auf die zweite Entspannungszeit einlassen können. Mhm. Das bleibt im Grunde genommen auf dem Niveau den ganzen Test. Ja? Petra soll üben, sich häufiger zu entspannen und achtsam im Alltag zu sein. Vor allem durch bewusstes Innehalten und Atmen gelingt es, einzelne Ruheinseln in den Tag zu integrieren. Und die einfachste Entspannung, die Sie jederzeit überall machen können, ist einfach, sich mal auf Ihren Atem zu konzentrieren. Okay. Da gibt es einmal die Entspannung, die nennen wir 4711. Das kennen Sie ja vielleicht. Immer dabei. Dieses Synonym. Genau. 4711 heißt, Sie konzentrieren sich auf Ihren Atem. Und zwar, wenn Sie einatmen, zählen Sie bis 4. Und wenn Sie ausatmen, bis 7. Das heißt, Sie atmen länger aus, als Sie einatmen. Ja. Und in der Ausatmung können Sie immer Spannung abgeben. Mhm. Und das Ganze wiederholen Sie 11-mal. Ah, okay. Und das ist so eine Möglichkeit, mal so in brenzlichen Situationen, ne, oder in Schmerzspitzen, da mal wirklich innezuhalten. Der dritte Baustein der multimodalen Schmerztherapie zeigt Petra eine völlig neue Perspektive. Entspannung stand sonst nicht auf ihrem straffen Sportplan. Zwölf Wochen lang wird Petra nun einmal wöchentlich ins Schmerzzentrum Rhein-Main nach Frankfurt fahren, um dort alle Behandlungen zu bekommen, die sie benötigt. Auf dem Weg in ein schmerzfreieres Leben. Ja, Petra, wir haben uns gerade eben unterhalten, wie so ein typischer Behandlungstag aussieht. Genauso, wie du das heute erlebt hast. So ist das, ne? Korrigier mich. Das wäre auf jeden Fall ein Teil des Tages, ne? Meistens sind die drei Elemente eben an einem Tag irgendwie so, dass sie ineinander überfließen. Das wäre so ein intensiver Tag meistens. Ja, aber ist ja alles in einem Haus und deswegen ist das ja auf kurzem Wege eigentlich gut zu bewältigen. Genau. Lässt sich organisieren. Ja, genau. Die Maßnahmen von Oberarzt Bärwald und dem Schmerzzentrum sind genau das Richtige für Petra. Die Kosten hierfür trägt die Versicherung. Dies ist jedoch einzelfallabhängig. Und Petra, wie fühlst du dich aufgehoben? Ja, ich fühle mich echt super aufgehoben. Ich habe eigentlich gedacht, bis heute Morgen, ich mache doch eigentlich schon alles. Ich mache schon so viel, habe mich verändert, mache eigentlich alles richtig. Und trotzdem hat der Tag heute gezeigt, es gibt nochmal völlig neue Ansätze. Und das hat mich total ein bisschen überfordert, bin ich ehrlich. Ich muss das jetzt erstmal so alles auch sacken lassen. Aber ich glaube echt, das wird was und ich freue mich echt drauf. Natürlich wird es was bei deinem Engagement. Es gibt nur eins, es wird was. Okay. Petra sollte nun die einzelnen Maßnahmen bestmöglich in ihren Alltag integrieren. Die 48-Jährige arbeitet Vollzeit in der Finanzbuchhaltung ihres Familienbetriebs. Und das bedeutet vor allem eins: viel sitzen. Oberarzt Mario Bärwald will sich einen persönlichen Eindruck davon verschaffen. An drei Dingen muss Petra dranbleiben: Reduktion von Anspannung und Stress und Stärkung ihrer Rückenmuskulatur. Hierfür habe ich ihr das Sitzkissen mitgebracht. Und jetzt schaue ich mir Petras Arbeitsplatz mal genauer an. Der Oberarzt weiß, Dauersitzen ist nicht nur bei starken Rückenschmerzen ungesund. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Oberarzt Bärwald erkennt direkt, Petra hat vorgesorgt und macht am Arbeitsplatz alles richtig. Sie hat einen ergonomischen Bürostuhl und kann sogar den Schreibtisch in der Höhe verstellen, um auch mal im Stehen zu arbeiten. Wie viele Stunden sitzt du denn effektiv am Tag? Also vom Arbeitstag aus, ich würde sagen,
80-85% bestimmt. Also das heißt, wenn du 10 Stunden arbeitest, sitzt du tatsächlich 8 Stunden, 9 Stunden. Die meisten Rückenschmerzen kommen von zu langem oder falschem Sitzen, wie zum Beispiel mit rundem Rücken oder vorgestrecktem Kopf. Verspannungen, Muskelverhärtungen und erhöhter Druck auf die Bandscheibe sind die Folge. Deswegen achten Sie auf Ihre Sitzposition, ob am Schreibtisch, im Auto oder zu Hause. Und bewegen Sie sich regelmäßig. Du sitzt ja den ganzen Tag und es gibt ein Sitzkissen, mit dem man die tiefe Rückenmuskulatur trainieren kann. Um stabil auf dem mit Luft befüllten Ballkissen sitzen zu können, muss die tiefe Rückenmuskulatur aktiver eingesetzt werden. Ein starker Rücken für weniger Schmerzen. Kohle sagt vielen Dank, das werde ich auf jeden Fall benutzen. Das freut mich, ja. Fühlt sich ein bisschen wackelig an, aber das ist der Sinn der Sache. Heute wird jedoch nicht mehr gearbeitet. Oberarzt Mario Bärwald begleitet Petra ins Fitnessstudio. Die 48-Jährige hat in den letzten Jahren 25 Kilo abgenommen und treibt mindestens 3-mal die Woche Sport, trotz starker Rückenschmerzen. Doc Bärwald will sehen, inwieweit Petras Sportprogramm Einfluss auf die chronischen Rückenschmerzen nimmt. Fitnesstrainer Patrick Wiemer betreut Petra bereits seit 3 Jahren. Petra hat ja echt starke Schmerzen. Ja? Und wie macht ihr das denn im Sport? Nehmt ihr denn irgendwie Rücksicht drauf? Oder siehst du, ob Petra da irgendwie Probleme hat und du sie ausbremsen musst? Nach einer gewissen Zeit hat man ja auch eine Vertrauensbasis. Ich merke das aber auch beim Training. Also wenn die sagt, ich habe jetzt gerade Rückenschmerzen, dann sind wir flexibel und machen andere Übungen. Patrick, kannst du noch mal sagen, was du jetzt genau mit der Gruppe trainierst? Wir trainieren funktionales Training mit dem eigenen Körpergewicht. Das ist so eine Mischung zwischen Ausdauertraining und Krafttraining. Ja, mir tut das gut, weil ich halt aus dem Alltagsbewegungsmustern halt rauskomme. Aber natürlich auch für die Psyche einfach hier in der Gruppe oder mit ihm allein Sport zu machen. Wir lassen die Musik dabei laufen. Es tut einfach gut, abzuschalten, sich ein bisschen auszupowern. Und das ist einfach das, was es mir gibt. Wenn du möchtest. Dabei? Bist du herzlich eingeladen? Ich habe immer die Ausrede, ich habe nie Zeit. Ja. Aber ja, tja. Aber Ausreden verbrennen keine Kalorien. Das stimmt allerdings. Deswegen bin ich dabei. Da freue ich mich. Doc Bärwald bleibt nichts anderes übrig, als sich der Trainingsgruppe anzuschließen und merkt schnell, die anfänglich leichten Übungen werden im Laufe der Stunde immer anspruchsvoller. Petra hingegen blüht auf, als könne sie ihre Schmerzen für einige Zeit vergessen. Der Oberarzt ist beeindruckt. Also Petra, mein mega Respekt. Du bist ja super fit, durchtrainiert bis auf die Knochen, technisch alles astrein. Also ich glaube, das ist eine super gute Grundlage, um mit dir weiterzumachen, um deine Schmerzen in den Griff zu kriegen. Ja, ich freue mich total für dich. Ich bin voll im Eimer. Geh rein, mach weiter. Alles klar, das ist super. Weiter so. Dankeschön. Gezielte Bewegungen unter Anleitung eines Profis stärken die Muskulatur. Der Sport ist gut für die Psyche und baut den Stress des Alltags ab. In Kombination mit den Maßnahmen von Oberarzt Bärwald kann Petra ihr Sportprogramm weitermachen. Solange sie auf ihren Körper hört und ihre Schmerzen im Griff hat. Auch für sie zu Hause hat Oberarzt Mario Bärwald seine besten Tipps bei Rückenschmerzen zusammengefasst. Bin noch keine Maschine. Bärwalds beste Tipps für ein gesünderes Leben. Tipp 1. Werden Sie aktiv. Ein starker Rücken braucht starke Muskeln. Sie müssen jetzt nicht trainieren wie ein Spitzensportler. Sie sollten sich aber eine gute Muskulatur bewahren. Denn Muskeln umgeben unsere Wirbelsäule wie ein stützendes Korsett und halten unseren Körper in Bewegung. Deshalb bleiben Sie aktiv. Tipp 2. Suchen Sie sich ärztlichen Rat. Um den Schmerzen zu entgehen, nehmen viele Patienten eine Schonhaltung ein. Dies führt zu Verspannungen und wiederum zu starken Schmerzen. Deshalb suchen Sie rechtzeitig Ihren Arzt auf und lassen sich helfen. Sei es durch Schmerz- oder Bewegungstherapie. Tipp 3. Reagieren Sie rechtzeitig. Was macht Schmerz mit meinem Leben? Das fragen sich viele chronische Schmerzpatienten. Lernen Sie, das Beste aus Ihrer Situation herauszuholen. Arbeiten Sie sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf psychischer Ebene. Halten Sie den Schmerz nicht zu lange aus. Holen Sie sich direkt professionelle Hilfe.
Für Oberarzt Mario Bärwald ist der Klinikalltag in Rüsselsheim wieder eingekehrt. Alle Maßnahmen, die er Petra in seinem Hausbesuch an die Hand gegeben hat, müssen in den nächsten Wochen konsequent angewendet werden. Wie Petra das gelingt, hält sie in einem Videotagebuch fest. Ja, heute zeige ich mal meinen Behandlungsplan. Es ist doch aufwendiger, so eine ambulante Therapie zu absolvieren, wie ich ursprünglich gedacht habe. Auch die Medikamente, die ich dort bekomme, machen sehr müde und die Therapien sind doch anstrengend. Jede Woche bekommt der Oberarzt eine Videonachricht von Petra. Ja, im Rahmen der Schmerztherapie liege ich hier gerade auf einer Liege entspannt bei der Hochtontherapie. Man hört eigentlich nichts, hat auch indirekt nichts mit Tönen zu tun, sondern unter meinem Rücken klemmen zwei Elektroden, die mich mit Stromimpulsen versorgen. Es kribbelt ganz gut, also ähnlich als wenn man sie an einen Elektrozaun vielleicht anlehnt. Aber es ist angenehm, entspannt und jetzt darf ich erst mal 20 Minuten hier schön liegen. Ja, heute habe ich wieder einen weiteren Therapietag bei der Schmerzklinik in Frankfurt. Heute erwartet mich eine neue Therapie, bei der mir auf mein Bein, in dem ich ja Nervenschmerzen habe, Schmerzpflaster aufgeklebt werden, die mit Capsaicin, also dem Wirkstoff aus der Chilischote, wirken. Es soll sehr brennen. Ich bin gespannt. Es brennt ja ganz gut. Als hätte man jetzt eine Stunde lang neben dem Ofen geschrieben oder in der Sonne. Ja, aber das ist auch der gewünschte Effekt von der Behandlung. Auch das Sitzkissen von Oberarzt Mario Bärwald kommt im Büro zum Einsatz. Man muss sich natürlich immer wieder vornehmen, den ganzen Tag auf so einem wackeligen Untergrund zu sitzen, ist nicht so angenehm. Aber wenn man sich hin und wieder vornimmt, sich das auf den Bürostuhl zu legen, kommt eigentlich ganz automatisch eine Bewegung zustande durch die Unebenheit. Petra macht viel, damit es ihr besser geht, aber was machen ihre Schmerzen? Der Oberarzt ist neugierig und holt Petra nach einem Therapietag aus dem Schmerzzentrum in Frankfurt ab. 4 Wochen sind bereits vergangen, seit Petra ihre multimodale Schmerztherapie begonnen hat. Wir hatten natürlich persönlich Kontakt und heute treffe ich sie wieder, um zu erfahren, wie die bisherigen Ergebnisse sind. Und darauf freue ich mich sehr. Guck mal da. Hallo. Wen ich hier treffe. Wie ausgemacht, gell? Grüß dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie ging's dir denn? Ja, es ist jetzt die 4. Woche der Therapie in Frankfurt, wo ich einmal, am Anfang sogar zweimal hergekommen bin. Und bin jetzt von den Medikamenten her eigentlich super eingestellt. Hat sich zwar von der Dosis her noch mal ganz schön erhöht, hat mir am Anfang so ein bisschen Angst gemacht. Aber es wirkt jetzt echt so langsam. Wo bist du denn jetzt bei der Schmerzstärke angekommen? Also auf der Skala von anfänglich 7 bin ich jetzt auf 2, maximal 3 angelangt. Was für ein tolles Ergebnis. Petra hat ihre Rückenschmerzen nach 18 Jahren endlich unter Kontrolle. Ich kann selber noch fast gar nicht glauben. Bist du bei einem super Level angekommen? Ja, das ist echt ein tolles Ergebnis. Und genießt wahrscheinlich mehr Lebensqualität? Ja, auf jeden Fall. Es ist alles echt entspannter, es macht alles wieder mehr Spaß und man muss halt immer drüber nachdenken und es schränkt einen viel weniger ein. Petra hat gelernt, sich zu entspannen. Sie hat gelernt, ihre Bewegungen im Alltag zu kontrollieren und sich auch mal zu schonen. Und sie macht fleißig ihre Rückenübungen zur Stärkung der Muskulatur. Vor allem aber hat sie eines wiedergefunden, ihr Lachen. Von den vielen Bausteinen, gibt es irgendwas Besonderes, wo du jetzt sagst, das kristallisiert sich am besten heraus, was mir hilft? Ja, immer halt wieder, was du mir ja auch mit auf den Weg gibst, die Achtsamkeit halt. Oder wieder entschleunigen mal so im Tag, das hilft mir unheimlich viel, dass man die Schmerzen gar nicht so in sein Leben kommen lässt oder in seinen Alltag. 8 Wochen Schmerztherapie liegen noch vor Petra. Schritt für Schritt möchte sie dann die Schmerzmedikamente reduzieren. Nach 18 Jahren Rückenschmerzen ein großartiger Erfolg für Petra. Dank Oberarzt Bärwald und seinem Team. Also ich glaube, nicht nur du kennst den Weg, mittlerweile weiß es die ganze Familie, wie euer Weg auszusehen hat. Von daher würde ich mich verabschieden. Die 4 Wochen sind rum. Super, vielen Dank nochmal. Ich bedanke mich bei dir. Das ist super toll gemacht. Mach weiter so. Herr Hildebrand, ich sage auch danke. Sie unterstützen weiterhin Ihre Frau. Immer. Und auch mal an schlechten Tagen. Klar. Die wird sie wahrscheinlich jetzt auch mal rauslassen werden. Das muss sein. Bis dann. Danke. Ciao. Tschüss. Es hat mir super gut gefallen, Spaß gemacht, viele neue Sachen kennengelernt. Und dafür möchte ich mich nochmal bedanken, war echt toll.
Bei chronischen Rückenschmerzen hilft jeder noch so kleine Erfolg. Petra ist eine tolle Frau und sie wird gestärkt ihren Weg weitergehen. Dabei werde ich sie unterstützen und Kontakt zu ihr halten. Sie konnte ihren starken Schmerz auf ein erträgliches Maß reduzieren. Sie hat gelernt, weniger ist mehr und Entspannung trägt dazu bei. In diesem Sinne, passen Sie gut auf sich und Ihre Gesundheit auf.